Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange. In der letzten Folge haben wir ja einen kleinen Galeriebesuch gemacht und wir haben dann wieder alles verändert, die Zukunft und Vergangenheit, weil Chloe uns angerufen hat, dass ein Tornado, also dass der Tornado Blackwell und so und Arcadia Bay zerstört. Und deswegen haben wir unser Foto zerrissen, was wir eingereicht haben für den Everyday Hero Day, oder wie der hieß. Und jetzt sind wir wieder gefangen. Jefferson ist vor uns und wir sagen: Friss Dreck und gib Bier. Eat shit and die. Genau. Good answer. Good answer. Und wir Hey, bluten. your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird. Did you see how crazy it is outside? Like I said, Oh, der Tornado. something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please. Don't do this. Uh-oh. I promise, this final dose won't hurt. Können ein bisschen Zeit rausspielen, aber die Frage ist, wie lange? Achso, so weit wollte ich nicht. Achso, ich muss ganz zurück. Oh. At least. I promise. Kann irgendwie nichts machen. Oh, ich glaube. Ich muss dadurch. David, no. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Okay, wir könnten ihn theoretisch warnen. This final dose won't hurt. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Wow. Ups. Ey, der richtige Zeitpunkt ist ein bisschen jetzt da. How did you know that?
Jesus. David Madsen. He's out cold. Okay, also David ist echt scheiße. No front. Gibt's auch nicht. David, watch out! How did you know that? Ah, jetzt kommt wieder. Können wir was anderes machen, außer sagen, David, watch out. Er ist nämlich scheiße. Der Soldat werden konnte, verstehe ich nicht, Kappa. Vielleicht passiert irgendwas anderes, wenn... Nee. Okay. Wir müssen irgendwie den richtigen Zeitpunkt... Er darf nicht zu nah an uns sein, dass er uns nichts... Nee, das war schon zu spät. Hm. Wir sind halt gefesselt, wir können nichts anderes machen. Und jetzt verpasst er uns eine. Und jetzt ist David wieder am Arsch, weil er einfach... Ja, vielleicht muss ich ein bisschen länger warten. So kann ich halt nicht. Ich muss ein bisschen... David, watch out! How did you know that? Hey, er war schon an der Wand. Cheater. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Irgendwie, ich finde den perfekten Zeitpunkt nicht. Jetzt wird David verprügelt. Kann ich irgendwas tun, um ihm zu helfen, außer David, watch out? Jesus. Er scheint nämlich darauf nicht wirklich so zu reagieren, wie wir uns wünschten. Und ich promise you, no more nose blades. Wait, hold on. Can I please ask you for one last... Achso, gut. Einfach zurückspulen. Request. Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Etwas Wasser, Licht ausmachen. Was bringt Licht ausmachen? David würde auch nichts sehen. Ein letztes Foto, etwas Musik spielen, etwas Wasser. Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Hat das geholfen? Wahrscheinlich. Doch. Wir können den Wagen wegschubsen dann. Schubsen. Okay. Eigentlich habe ich gehofft, wir können den Wagen schubsen, aber wir können den Wagen noch nicht schubsen. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. David Madsen. Of course. Well, this is... Okay, er hat auf jeden Fall eine Waffe. Gut zu wissen. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Got it. Zu langsam. Over. You are not going to stop me. Sorry, Madsen.
Wieso schafft er es eigentlich so schnell darüber zu gehen? Oh, ich... Was kann er denn alles noch benutzen? Warte. Wow. Ich habe gehofft, er kickt ein bisschen fester und nicht so lächerlich schwach. No front. Jefferson, it's over. Das war ein nicer Schlag. Oh Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson? Now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Shit! No signal. Thanks, Mr. Jefferson. You won't need this anymore. Das stimmt. No. Jefferson looks so pathetic now. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Sie haben alle verdächtigt. Das habe ich nie. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. That's stimmt. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. Das stimmt, das hätten wir vielleicht sagen sollen, aber naja. Er hat das so einen großen Einfluss, dass ich dachte, dass das nichts bringt. Wir sind ein tolles Team. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Tja, das sind nicht viele. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Es tut mir leid, ich war wütend. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Who kept all those files? I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to
use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Das stimmt. Care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So where is Chloe? Okay. David, Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker, and you took away my stepdaughter. Uh-oh. David, wait! Ja, wäre vielleicht auch nicht besser gewesen, das ihm zu sagen. Max. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe. I'm sorry. Joyce. I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. Das stimmt. Und wir könnten vielleicht die Zeit zurückdrehen. David, thank you for saving. Und dafür sorgen, dass alles doch ein bisschen anders läuft. Ich krieg selbst schon Kopfschmerzen von diesen ganzen Zeit zurückdrehen. Ey. Und den neuen Parallelwelten. Können wir nochmal mit ihm reden? Nee, nur angucken. I can't believe Jefferson is dead. Tja. Hold tight, David. I'm going to fix everything. Hoffentlich. Fiola können wir angucken. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Oh, Chloe. I'm gonna save you. For the last time. Was haben wir angeguckt, oder? Jefferson to any more shows. Genau, das alles haben wir eh angeguckt. Nobody will look at Jefferson's work the same. Sagt sie wenigstens überall Jefferson dazu. No more fucking guns. So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. Scumbag. Just looking at that makes me want to vomit. Unser verbranntes Fotoalbum. Jefferson torched everything.
Now the only photo I can get is the one Warren took. Das sind noch Fotos. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Können wir theoretisch dann. Wobei, es wird wahrscheinlich jeder einen Weg. Dunkelkammer verlassen, ja. Wenn wir jetzt zurückdrehen, wird das Foto werden die Fotos ewig sein. Die Frage ist, wie lange noch? Deiner mit Joyce. Wir haben ein Auto. Solange wir nicht komplett beschissen fahren, sollten wir es eigentlich recht gut dorthin kommen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch, bevor der Sturm schlimmer wird. Ja, das ist das David sein Auto. Wahrscheinlich. Okay. I don't wanna die here. Wer hat das gesagt? Oha, da ist ein Wald. Ich hätte jetzt fast Wald gesagt, aber zum Glück habe ich Wald gesagt. Hä, was ist denn passiert? Evan, did you see that tornado? Get the hell out of here! Max, there's no way I can pass up the
Und gut, da haben wir mal das Leben gerettet. Oh, da steht Leiche. Ich will sie auch retten. Geht das? Nee. Okay, so. Ihn haben wir gerettet. Die Person ist weg. Okay. Die Person können wir leider da rechts nicht retten. Ja, den LKW-Fahrer können wir versuchen zu retten. Viel Erfolg hier beim Entkommen. Gibt es sonst noch irgendwelche Leute, die Hilfe brauchen? Okay, hier schreit auf jeden Fall jemand. Gott verdammt, ich brauche Hilfe. Etwas zu finden, um ihr runterzuhelfen. Ist da irgendwo was? Ja, ja, ich helfe dir. Keine Sorge. Okay, daran dürfen wir nicht denken. Oh, da ist was. Eine Notiz. Im Prinzip gebe ich dir das Tablett zurück, das ich dir gestohlen habe. Es lag so rum mit all den Katzenbildern und ich habe es einfach eingepackt. Es tut mir leid, dass du wegen mir so eine Scheiße mitmachen musstest. Ich habe das letzte Jahr selbst viel durchgemacht und ich war neidisch, dass du so viele Katzen hattest. Niemand hier mag mich und ich dachte, es wäre lustig, dein Tablett zu nehmen. Wegen sowas mag mich hier keiner. Ich war mir nicht sicher, ob ich dir in die Augen sehen könnte, also habe ich für den Notfall diese Notiz geschrieben. Jedenfalls gebe ich dir hiermit das Tablett zurück. Ich hoffe, ich habe dir nicht viel Stress verursacht und das... Also Tablet. Ich habe ganze Zeit Tablett geredet. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Stress verursacht. Und dass du weißt, welches Glück du hast, so viele coole Katzen in deinem Leben zu haben. Ich hätte auch gerne welche. Ah, das haben wir auch gelesen, ne? Können wir ihn retten? Wahrscheinlich nicht. Eingang. Kann ich hier hoch? Nee. Warte, ich kann ja versuchen, ob er überleben kann. Er ist noch immer tot. Die Frage ist, bleibt er die ganze Zeit tot? Vielleicht muss ich mich entscheiden, wen ich retten will und wen nicht. Okay, er ist noch immer tot. Okay, die sind noch immer tot. Wie sollen wir Elisha retten, frage ich mich.
Ah, das ist eine Planke. Oh, danke. Naja, wir haben dich ein bisschen öfters gerettet als einmal. Aber okay, ich nehme das. Oh. Können wir ihn noch retten? Okay, ihn müssen wir zuerst retten. Gut, dann retten wir ihn zuerst. Dann Elisha. So, sie ist auch gerettet. Und jetzt den Typen, jetzt den LKW-Fahrer. Die anderen können wir leider nicht retten, die zwei Leichen da, leider. Aber wir haben wenigstens 3 von 5 gerettet. Gut. Hier, die können wir leider nicht retten. Tut mir leid. Aber ich würde sagen, ich werde hier jetzt mal einen Cut machen, nachdem wir die drei jetzt gerettet haben. Genau, die können wir leider nicht retten. Wir können ihr auch nicht sagen, dass sie weitergehen soll. Sie ist halt so traurig und bleibt hier. So, wir gehen mal weiter. Ist das Two-Wheel Steiner? Ja. Ich glaube schon. Nee, ist irgendein Laden. Aber ich würde sagen, ich mache hier jetzt einen Cut, es hat gespeichert und deswegen verabschiede ich mich. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von Life is Strange wieder, wenn wir zum Two-Wheels Diner gehen, um die Zeit zurückzudrehen, damit Chloe wieder lebt und wir alle vom stummen Wagen warnen können. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis zu einer weiteren Folge. Ciao.